Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, um Ihnen das Problem der Frühsexualisierung und unserem Antragsanliegen, und zwar zur Eindämmung, hierzu zu verdeutlichen und für alle hier im Saal noch greifbarer zu machen, möchte ich mit einem Zitat beginnen, und zwar mit einem Zitat des Bildungsplanes der Stadt Wien, Seite 46. Ich beginne. Mädchen und Buben sind sexuelle Wesen. Kindliche Sexualität findet unter anderem Ausdruck im Lustempfinden, das durch Körper- und Hautkontakt, Temperaturreize, Fantasie und Erinnerung entsteht und sich entfalten lässt. Alle Kinder sollen im Kindergarten ein unbefangenes Verhältnis zu ihrem Körper und seinen Ausdrucksweisen entwickeln können. Ihre Fragen zu Sexualität benötigen klare, situationsangemessene Antworten. Sexualpädagogik geht aber weit über biologische Informationen hinaus. Eine geschlechtersensible Sexualpädagogik begleitet Mädchen und Buben dabei, ihre geschlechtliche Identität zu finden. Die Geschlechtszugehörigkeit eines Kindes ist ein wesentlicher Einflussfaktor für das gesamte Leben. Im Spiel, was es heißt, männlich oder weiblich zu sein, sie reproduzieren, variieren, überschreiten Geschlechterzuweisungen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, glauben Sie, und ich unterstelle jetzt einfach mal, dass die meisten im Saal Kinder haben, Enkel haben, die vielleicht im Alter zwischen 1 und 6 sind, glauben Sie, dass diese Kinder sexuelle Wesen sind? Bis auf vereinzelte Ausnahmen, Kopfschütteln, denn die Mehrheit der Bevölkerung sieht Kinder nicht als sexuelle Wesen. Und jetzt kann man sagen, Wien ist nicht Sachsen-Anhalt, da haben Sie recht, aber genau diese Ideologie, diese Agenda, die dazu führt, dass das in Richtlinien für Kindergärten landet, das gibt es auch hier, hier bei uns in Deutschland und auch hier in Sachsen-Anhalt, denn dahinter steckt eine Agenda auf eine frühzeitige Prägung von Kindern. Und die Gesellschaft nach immer neueren und immer absurderen Vorstellungen umzugestalten und umzudeuten. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, woher kommt das? Warum machen diese Menschen das? Um das zu verstehen, muss man in die Geschichte gehen. Nach der NS-Diktatur haben am Frankfurter Institut für Sozialforschung einige Publizisten wie folgt dazu geschrieben, ich nenne hier Wilhelm Reich, die Familie würden Kinder zu autoritätsfürchtigen, staatshörigen Menschenformen, die aufgrund ihrer Triebunterdrückung anfälliger für Militarismus seien. Ähnlich lässt sich auch der Sozialforscher Max Horkheimer, der in seinem Essay Autorität und Familie sogar davon sprach, dass die Familie die Keimzelle des Faschismus sei. Wohin diese Gedankengebäude führen, offenbaren dann linke Philosophen der Neuzeit, wenn sie von einer familienlosen Gesellschaft fabulieren. Zitat: Wenn Kinder von großen demokratischen und antiautoritären Institutionen aufgezogen werden, dann ist die Familie gänzlich überflüssig, schrieb Bini Adamczak. Ich denke, gerade die Linken werden Sie erkennen, hat er auch vor der Rosa-Luxemburg-Stiftung referiert. Und um eben diese Triebunterdrückung, dieses vermeintliche Zwangskorsett der Zwangsheteronormativität aufzuheben und aufzubrechen, steht die totale Befreiung des Menschen erst dann an, wenn man sich aller moralischen, emotionalen Verpflichtungen entledigt hat. Und im Übrigen möchte ich jetzt noch ein Zitat bringen von einer Querseite. Das Konzept der Zwangsheterosexualität beschreibt, dass Heterosexualität nicht natürlich ist, sondern dass sie allein Menschen in einer heteronormativen Gesellschaft aufgezwungen wird. Zitat Ende. Deshalb der Ansatz dieser Ideologen, Kinder unter dem Deckmantel der Akzeptanz bereits immer jünger mit ihrer Sicht der Dinge zu konfrontieren, um so eine andere Realität für junge Menschen zu erzeugen. Und längst beschränkt sich das eben nicht nur auf Kindergärten. Beispielsweise spielt auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk hierbei eine Rolle. Ein Beispiel sei hier genannt, beispielsweise bei der Sendung des Sandmanns. Dort findet sich mittlerweile die Transperson Herr Ingeborg. Und auch das wurde bereits von vielen Medizinern und Biologen moniert, beispielsweise in einem Weltgastbeitrag. Dieser Ungeist fängt bereits auf supranationaler Ebene an.
Ein Beispiel hierfür ist die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die sich auf ihrer Seite auf WHO-Empfehlungen bezieht, die auch auf der Internetseite bzga-whocc.de nachgelesen werden können. Hier sind die Publikationen veröffentlicht, unter anderem auch die Publikation Standards für Sexualaufklärung. Etwa geht es darum, 0- bis 4-Jährigen ein Bewusstsein für Geschlechtsidentitäten zu vermitteln oder Themen wie Vergnügen und Lust sowie frühkindliche Masturbation. Ab 4 Jahren soll es dann auch über weitere sexuelle Themen hinausgehen, eigene Geschlechtsidentitäten, gleichgeschlechtliche Beziehungen, das Gefühl, im falschen Körper geboren zu sein, um dann bei den 6- bis 9-Jährigen gemäß dieser Handlungsempfehlung dann auch schon über die Selbststimulierung zu fantasieren. Und wie solche WHO-Empfehlungen zustande kommen, das sehen wir aktuell auch bei der Erarbeitung einer aktuellen Trans-Richtlinie. Dort arbeiten ca. 2 Dutzend Personen, mehrheitlich selbsternannte Aktivisten. Und eins lässt sich daraus ableiten, dieser Politaktivismus hat weder im Bereich der Gesundheit etwas zu suchen, noch in der sexuellen Aufklärung. Ich will noch klarer werden, weltanschauliche Diskurse haben in Kindergärten nichts zu suchen. Und so landen dann am Ende diese Inhalte in Konzepte, in Richtlinien, wie wir es gerade eben gemerkt haben, in Projekte und man lässt es dann auf die Kinder los. Und manchmal, je nachdem wie explizit oder irre die konkreten Maßnahmen dann sind, regt sich Widerstand. Und wir müssen festhalten, dass auch in Sachsen-Anhalt Kindergartenkinder mit diesen Themen und Methoden konfrontiert werden. Und das ist abzulehnen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wäre das Ganze nicht schon schlimm genug, wird das Ganze dann auch noch mit öffentlichen Mitteln und mit dem Segen der Behörden mit Steuergeld aus einem Haushalt, den auch wir als Landtag hier verabschiedet haben, tatsächlich finanziert. Und das alles von einer christlich-konservativen Partei gedeckt. Wir als AfD-Fraktion sind jedoch angetreten, um genau diesem ein Ende zu setzen. Wir wollen nicht, dass hinter verschlossenen Türen vermeintliche Respekts- oder Autoritätspersonen in irgendeiner Weise schädlich auf Kinder einwirken. Wir wollen nicht, dass Kleingartenkinder sich mit solcherlei Praktik auseinandersetzen wollen und müssen. Und wir wollen auch nicht, dass unsere Kinder von irgendwelchen überschminkten Typen in Frauenkleidern erzählt bekommen, dass ihr Treiben normal wäre. Wir haben die Bilder aus Wien gesehen, wo irgendwelche Drag Queens vor Kindern tanzen. Ich sage, wenn Drag Queens vor irgendwelche Akzeptanz einfordern, dann sollen sie erstmal in Moscheen anfangen zu tanzen. Da zerbrechen dann nämlich die linken Lebenslügen. Wir wollen nicht, dass kleine Kinder erzählt bekommen, dass sich jeder sein Geschlecht frei aussuchen kann und alle anderen das zu akzeptieren haben. Wir wollen nicht, dass Kindern erzählt wird, dass Männer Babys bekommen können. Übrigens, meiner Tochter hat man das erzählt. Wir wollen nicht, dass in Kitas Räume oder Zonen zur Erkundung von Körper, Sexualität oder Masturbation eingerichtet werden, so wie wir das in Hannover wahrgenommen haben. Oder in Berlin, wo es einen Überarbeitungsentwurf des Berliner Bildungsprogramms gab, wo eben solche Körpererkundungsräume in Kitas vorgeschlagen werden sollten. Eltern wollen das nicht. Und nochmal, Eltern steht das Recht auf die Erziehung zu. Und das ist im Grundgesetz verbrieft. Wir sind nicht bereit, auch nur 1 Cent an Steuergeld für diese unwissenschaftliche, für diese biologiefeindliche und vor allem für diese völlig unangemessene Pseudoaufklärung unter dem Deckmantel der Akzeptanz auszugeben. Wir stehen ganz klar für die freie, für die selbstständige Entwicklung der Persönlichkeiten und selbstverständlich auch zum Recht der Eltern, ihre Kinder so zu erziehen, wie sie es für richtig haben. Und wir setzen uns auch dafür ein, den Förder-, Vereins- und Lobbysummen finanziell auch trocken zu legen, der diesen ganzen Wahnsinn in öffentlichen Einrichtungen möglich macht. Wir lassen die echte, die wirkliche Welt nicht zum Opfer linker Gesellschaftsdekonstruktion werden, schon gar nicht durch die Indoktrination von Kindern selbst. Und ich rufe jeden auf, der das Grundgesetz achtet, dem das Kindeswohl am Herzen liegt, sich unserem Vorstoß hier anzuschließen und sich damit auf den Weg zu machen, jenen die Mittel zu nehmen, jenen die Möglichkeiten zu nehmen, hier so schädlich auf Kinder in Sachsen-Anhalt einzuwirken. Nochmal, wir bekennen uns hier zu den grundgesetzlich garantierten Rechten der Eltern, Kinder so zu erziehen, wie sie es wollen. Wir sagen daher Nein zu jedweder Form von unzeitgemäßem Kontakt zwischen Frühsexualisierung und Kindern.
Und ich möchte mit den Worten von der Biologie-Nobelpreisträgerin aus Magdeburg, Christiane Nüßlein-Vollhardt, schließen. Es gibt nur zwei Geschlechter.